im Dorf Gopjonki in der Kaluga-Region, 180 Kilometer von Moskau entfernt, befindet sich ein Milchwirtschaftsbetrieb, Schweizerskoje Molko, was übersetzt Schweizer Milch bedeutet. Die Besitzer des Betriebes sind tatsächlich Schweizer. Angefangen hatte alles 2003 mit einer Lesereise einer Schweizer Fachzeitschrift nach Russland. Auf dieser Reise haben sich drei Schweizer Bauern kennengelernt. Die Idee, einen abgewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieb zu übernehmen, hat sie gereizt und zu einem Team vereint. Im April 2004 hat dann die Übernahme stattgefunden. Als Verstärkung kam schließlich noch Marcel Bucher aus dem Schweizer Kanton Luzern hinzu. Vor knapp 13 Jahren habe ich mich hier auf dem Betrieb Schweizer Milch als Praktikant beworben, eine Praktikantenstelle. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich es bis heute auch nicht bereut habe, hier geblieben zu sein. In diesen 15 Jahren hat sich viel geändert. Nun ist Marcel zu einem stellvertretenden Betriebsleiter geworden und ein kleiner Bauernhof zu einem nennenswerten Milchwirtschaftsbetrieb mit eigener Verarbeitung. Heute zählt der Hof mehr als 900 Rinder. Die Milchherde hat sich seit dem Anfang vervierfacht und zählt bereits mehr als 400 Milchkühe. Zweimal täglich wird ein weiteres Kalb zur Welt gebracht. Ein neuer Bauernhof für Viehhaltung wurde gebaut und ein Komplex für Lagerung und Verarbeitung der Milch wurde modernisiert. Schließlich wurde ein neuer Melkstand mit einem Computer-Herdenmanagementsystem in Betrieb genommen. Stark erweitert hat sich auch die Palette der Kunden. Die Milch wird mittlerweile an eine führende Bio-Lebensmittelkette wie auch an viele Käsehersteller geliefert. Was hilft Herrn Bucher, den Betrieb über die Jahre erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln? Ja, was mir hier eventuell etwas bringt, ist, dass ich langsam bin, aber immer da bin. Also langsam, aber stetig. So ist auch der Betrieb eigentlich gewachsen, langsam und stetig. Also einfach, dass man da halt nicht zurückblickt immer, sondern wirklich vorwärts schaut und das Beste aus jeder Situation macht. Für den Erfolg sei es auch wichtig, den Mitarbeitern Hilfestellung zu geben beim Arbeiten, sie immer weiter zu schulen und ihnen die Abläufe im Betrieb zu erklären. Und darin sieht Herr Bucher einen möglichen Vorteil gegenüber der russischen Konkurrenz. Dass wir als Besitzer des Betriebes selber auch alle Arbeiten verrichten, die unsere Angestellten auch verrichten. Also es muss niemand bei uns eine Arbeit machen, die wir nicht auch selber machen. Und wo viele russische Geschäftsleute sich über das unangenehme Klima in der Wirtschaft generell und zahlreiche Kontrollen beschweren, ist es für Herrn Bucher nie ein großes Problem gewesen. Ja, also wir haben all diese Kontrollen, die andere Betriebe haben, haben wir hier auch. Aber da muss man einfach vorbereitet sein und schauen, dass die Sachen in Ordnung sind. Dann kann man solchen Kontrollen auch gelassen. Und was heißt vorbereitet sein? Was heißt das? Ja, einfach wenn das einfach immer, wenn es um eine Kontrolle im Stall geht, dass einfach wirklich, dass da immer alles in Ordnung ist und jederzeit eigentlich eine Kontrolle sein könnte und man keine Angst haben muss davor. Laut letzten statistischen Angaben betrug der Selbstversorgungsgrad Russlands bei Milch 82%. Ein nicht gesättigter Markt und große, für Landwirtschaft geeignete Flächen. Das macht Russland reizvoll für europäische Landwirte. Nur wenige schaffen es aber, ihren Traum zu verwirklichen. Der europäische Landwirt in Russland wird fortwährend mit den Unterschieden im Alltag und in der Kultur der Unternehmensführung konfrontiert. Wir haben Herrn Bucher um ein paar Tipps für angehende Landwirte gebeten. Ja, der erste Tipp wäre, dass das nicht einer alleine macht, weil wir finden das hier auch sehr wichtig eigentlich, dass man sich da gegenseitig auch ein bisschen auffangen kann. Und das andere ist, dass man sich einfach nicht unterkriegen lässt. Also am Anfang ist es sowieso schwierig mit der Sprache und allem, aber dann, das kommt schon mit der Zeit. Da muss man einfach Geduld haben und wirklich da die erste Zeit durchstehen. Der Landwirt in Russland hat mehr zu organisieren und zu kontrollieren als auf einem kleineren Schweizer Betrieb.
zum Beispiel bei der Vermarktung. Also in der Schweiz ist ja das ziemlich garantiert eigentlich und vertraglich abgesichert, wer die Milch bekommt, für zu welchem Preis. Und hier sind wir doch eher so Selbstvermarkter, also wir schauen immer wieder neue Kunden zu gewinnen und unsere Produktion auszubauen. Seit 10 Jahren hat sich aber vieles zum Positiven verändert. Für unseren Betrieb ist es so, dass vor 10 Jahren bekam man da keine Produkte, also dass irgendwie Dünger oder irgendwas fürs Feld war, was wir zukaufen mussten. Das wurde früher, musste man da 100% Vorauskasse leisten. Und mittlerweile ist es doch so, dass wir schon mehrere Jahre mit diesen Firmen arbeiten, das Vertrauen gegenseitig da ist und wir anrufen können, bringt uns das und das. Und dann innerhalb von ein paar Tagen bezahlen wir dann das. Also dieses Vertrauen mit unseren Zuliefern, oder wie ich das nennen soll, das wird immer besser und ist jetzt doch auf Schweizer Niveau fast, ja. Auch mit den Mitarbeitern läuft es mit der Zeit immer besser. Wenn es am Anfang auch einige Menschen gegeben haben mag, die eher misstrauisch der neuen Leitung gegenüber waren, ist es mittlerweile ganz anders. Zum einen, weil Marcel zurzeit die russische Sprache beherrscht, zum anderen, weil der 35-Jährige keine Arbeit scheut und auf gleicher Augenhöhe mit seinen Angestellten kommuniziert. Ich denke, das stärkt auch unsere Akzeptanz als Ausländer hier in der Region, dass wir wirklich einen Betrieb haben, wo wir fast 50 Angestellte beschäftigen und die mit diesem Verdienst, was sie hier bekommen, zu Hause ihre Familien vernünftig ernähren können. Auch der russische Kunde hat sich in der Zwischenzeit in Richtung des bewussten Konsums verändert. Unsere Konsumenten, also die Leute, die unsere Milch kaufen, auch die sind interessiert zu wissen, wie ihr Produkt hergestellt wird, woher das kommt, aus was für Stellen die Milch für sie produziert wird. Und das möchten wir auch immer den Leuten zeigen. Also es ist jeder willkommen von unseren Kunden, sich das hier anzusehen. Seine Freunde aus der Schweiz besuchen ihn regelmäßig, besonders im Sommer, und sind sehr begeistert. Marcel ist glücklich mit all dem, was er hier tut und hat. Er empfindet seine anstrengende, fast rund um die Uhr Arbeit nicht als Last, sondern als etwas, was ihm Spaß macht. Hier, wo wir sind, hier gefällt es uns, der Betrieb gefällt uns und daher schauen wir das oft auch nicht als Arbeit an, was wir hier machen. Aber wenn mal gefeiert werden sollte, dann feiert man mit dem ganzen Team. Also wir haben jetzt mit unseren Angestellten, dass wir einfach 1 bis 2 Mal im Jahr ein Betriebsfest machen auch. Und das wird auch geschätzt von unseren Leuten. Dann mit Schaschlik und allem drum und dran. Und indem man russische Lieder mitsingt, werden menschliche Nähe und Mitgefühl geschaffen. Die Erfolgsgeschichte, wie von Marcel Bucher, ist nicht nur ein schönes und positives Beispiel der gelungenen Integration. Dabei spielen solche Menschen eine Art Diplomatenrolle. Sie bauen kulturelle Barrieren und Stereotypen ab. Sie tragen zum besseren und freundschaftlicheren Kennenlernen der Kulturen bei.